herzliches Welcome back aus dem See des Grauens. Oder wie man so sagen soll. Die Sonne geht hier gerade wunderschön unter und wir sind gleich im Dunkeln unterwegs. Ohne Licht. Da das uns unter Wasser auch nicht ganz viel bringt. Aber nun gut. Das muss ja, ne? Ich muss noch ewig weit fahren. Ewig. Ich weiß nicht, wo es hier tief wird. Ich könnte also jede Sekunde hier drin verrecken. Ich muss irgendwie schaffen, diese Güter hier zur Werkstatt zu bringen. Und wir freuen schon. Das geht dann nicht. Aber ich sehe. Insel, wenn wir das Fahrzeug da erstmal freigeschaltet haben, können wir den hier zumindest mit dem Fahrzeug weiterschieben. Und wir müssen erstmal lebendig ankommen, das wird nicht viel. Dieses Wasser macht einen doch so leicht fertig. Das ist, oh, das geht ganz schön ab. Also in dem LKW wollte ich in der Schlange sitzen. Du, wenn da eine Scheibe nicht dicht ist, ne, dann hast du aber echt ein Problem. Was sagt denn die Sonne? Die Sonne sagt goodbye. Irgendwie verlieren wir hier immer wieder den Vortrieb. Aber wir schaffen uns auf die Insel. Ich bin da. Guten Gedanken. Es war schon arg beschädigt, aber wir schaffen es. Ist das nur unser Licht? Ja, das ist. Wir haben oben auch. Hm? Halt trotz Wasser ganz schön gut. Oh, da haben wir mal einen Frame-Einbruch. Ja, da wollen wir mal das Fahrzeug freischalten. Das uns dann zur Not noch die letzten Meter schleppt. Oder sollte uns besser die letzten Meter schleppen. Ich glaube, kommen, dass wir das noch schaffen. Wir sind so klar. Verdammt, schon zerberstet. Oder wie man so nennen soll. Zerberstet. Mit unserem kleinen Reifen hier. Kriege ich hier gar keine Kraft mehr auf dem Boden. Ja, mein Gott. Aber wir kämpfen weiter. Ja, was gibt's denn noch so Neues? Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Das bin halt nicht meine Serie immer. Eigentlich muss ich das auch mit Chris zusammen spielen. Oder mit, wenn ihr halt Bock habt, können wir auch mal zusammen vielleicht was aufnehmen. Vielleicht Let's Play des Winterherrs ja sogar selber und habt auch mal Bock auf Multiplayer. Ansonsten mit Chris. Dass ich mal ein bisschen erzählen kann und nicht nur immer dummes Zeug vor mich hin laber, wie ich das ja so gerne mache. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Ah, da ist er. Was war der denn da?
Auch so ein Werkstatt. Ah, das ist ein Baum. Oh Gott. Auch so ein Werkstattwagen. Ich glaube, ich fahre die beide mal. Kollege, du fliegst in der Luft. So. Ich setz den da mal hinter. Und zieh dann Beil zur Werkstatt. Beziehungsweise versuche ich das zumindest. Oh nee, das war der falsche. Komm, runter. So. Ach, das war ein Linkszimmer. Na gut. So, der bleibt hier jetzt stehen. Fahrzeug wechseln. Ey, gib mir die Maus. Haben wir Sprit an Bord? Haben wir. Motor starten. So. Wir hängen den da rein und gehen auf Auto. Ich fahre wieder mal mit, mit Schaltung. Allrad an, Diff an, Handbremse dann raus. So, und jetzt geht es weiter. Vor einem Baum. Und dann gespannt hier. Licht an. Ja. Da. So. Und wieder durch die Wassermasse. Gehen wir mal durch. Wir haben hier auch so Scheißräder drauf. Alles diese dünnen Puschen. Kannst du doch nichts mit anfangen. Dann sind wir jetzt auch noch so ein langes Gespann. Das ist echt nicht so optimal. Aber wir steuern jetzt die nächsten Inseln an. Und dann schaffen wir es auch noch bis zur Werkstatt. Ich bin ja so optimistisch. Wenn wir jetzt natürlich beide hier versäumen, dann haben wir ein ganz großes Problem. Boah, verdammt. Okay, die Strömung hat jetzt richtig Kraft auf uns. Gar nichts, ich sehe keinen Boden, ich sehe nichts. Doch, so ein bisschen Bodenschimmel. Die ganze Zeit gegenlenken, damit wir hier nicht weggetrieben werden. Aber es ist alles recht flach gehalten, also man kann es schaffen. Hat keine gefährlichen tiefen Stellen eingebaut, das wäre echt scheiße gewesen. Der hätte mal probiert. Geht nur im Kriegtempo voran. Schauen wir es hochzuschalten? Bestimmt nicht, oder? Nein. Oh ja, dann fährt der Motor da und dreht. Boah, gut, nicht den Motor. Nein, nein. So Leute, und ich verabschiede mich mit diesem Gespann von euch. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben, Kommentar, abonnieren, ihr wisst ja. Die übliche Leier und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.